Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig Hell Erleuchtet, yeah! Dark Souls 3. Wir müssen jetzt mal für eine Folge das Fenster aufmachen. Tut uns leid, dass wir hier ein bisschen überbelichtet sind, aber wir schwitzen hier gerade echt in T-Shirts vor uns hin. Und es passt ja auch zum Entflammtsein und so. Ich sage gerade, wann ist mal endlich wieder Winter? Ein Winter, wie er früher einmal war. Zack, zack. Ja, wir haben jetzt... Ich hab Migräne! Ich hab solche Migräne! Hast nicht mitbekommen, dass dein Chef gestorben ist, Depp? Wow. Was könnt ihr eigentlich? Gar nichts. Fehlt nicht noch irgendwie der eine Typ, der sonst immer noch angerannt kommt? Naja, er hat's nicht geschafft zu läuten. Ach so. Ich hab ihn... Stimmt, du hast ja den Migränentyp noch gehabt. Kollege, wie oft soll ich das Überfall noch machen? So lange, bis er klappt! Es ist meine Lebensaufgabe! Du bist tot. Und tot. Tot und tot. Ganz kurz entschuldigt. Ein toter Untoter. Ganz kurz den Timer angemacht. So. So, Whee! Mir strahlt die Sonne ein wenig ins Auge, aber das macht nichts. Vielleicht verstärkt das mich. Weil seine gesamte Sinneskraft ist in das andere Auge projiziert. Ja, und ich ist jetzt alles in Zeitlupe und kann es einfach allem aus. Oh, da ist schon in Zeitlupe ausgewichen. Den wunderbar gebacksteppt. Oh, und knapp den Bolzen ausgewichen. Kollege, du bist neu hier in diesem Job. Also, eigentlich heißt es, du musst sterben. Danke, so, zweiter jetzt. Versuch. Jetzt? Gut. Danke, super. Ja, schwer neues Personal zu aufzutreiben. Ist halt, du bist ja. Jetzt, also wir geben dir nochmal Chance. Wir gucken uns beim nächsten Mal nochmal an. Ja. Ich glaube nicht, bis dahin zu tun. Nö. Ja. Run. Run. Hör auf zu brüllen da oben, meine Güte. Na du auch. Die große Frage, die sich ja jeden von uns stellt, ist, was ist eigentlich hinter der Türe, wo dieser Ritter rauskommt? Da geht's weiter. Ja, wir mal von wie sieht's da aus, ist die Frage. Wir brauchen aber jetzt hier das Blitzschwert of Death and Darkness. Ja, das ist schön. Das Blitzschwert of Death and Darkness kriegen wir von dem Mimik. 5800. Danach gehen wir erstmal zurück in den Feuerlichtschrein. Das sind keine Ahnung wie viele Level. Nein. 6. Ja, aber wir gehen erstmal weiter da hinter dem Ritter. Sollten wir diesen Mimik jemals töten? Mann. Fick dich. Und wie lange es immer dauert, bis er halt wirklich das mal... Da kommt der Tritt! Na. Da kommt dein Tritt! Da kommt der Griff! Wo ist dein Griff? Dein Griff! Überlebt! Mann, der Schlag war schon längst vorbei! Der Charakter hat sich gerade im Nachhinein... Ist da was? Nee. Oder? Doch, könnte sein. Der hat sich gerade im Nachhinein überlegt zu sterben. Mimik kann man nicht kann man bestimmt auch nicht kontern, wa? Ich glaube nicht. Ich bin echt darauf, ihn gerade einfach durchzurennen. Ach, da kommt dieser blöde Drache ja. Hi. Bye. Man könnte echt meinen, wir hätten noch nie eins dieser Spiele gespielt. Na. Ich schäme mich gerade ein bisschen für meine zwei Platins. Brauchst du nicht. Ich habe aber auch immer gesagt, das war mehr Fleiß als alles andere. Also für Dark Souls 3 zu platinieren wird wieder eine Mammutaufgabe. Ja, es wird wie sein wie immer, dass man dann beim zweiten Versuch hier durchrennt und sich denkt, wie konnte ich hier überhaupt sterben? Ja. So, kurzer Prozess. Hui! Also der ist. Kollege, du hast es noch nicht begriffen, ne? Du. Vor allem, er steht mitten in den Flammen. Er ist in dem Gebiet, was. Du musst sterben. Sterben! Ja, gut, ich gehe ein bisschen zurück. Ja, so ist gut. Es gibt aber Abzug in der Personalnote, ist dir klar, ne? Thomas, Feuer. Hallo, du da. Ja, wir reden mit dir. Geht doch. Ich wollte halt warten, bis alle da sind. Das sind alle? Ich glaube, ja. Oh, verdammt, bitte im Punkt. Einmal bitte nochmal. Ja. Wir wollen die Bronchien testen. Dolle Entzündung. Ja, eindeutig. Brennt ganz schön im Rachen wahrscheinlich, wa? Bitte nicht. Okay.
hat Map gemacht. Hüpf. Oh, eine Truhe. Was könnte das bloß sein? Oh, da war sie kurz gestaggert. So, so weit war ich auch schon mal. Das war mein bester und erster Versuch. Das ist halt wirklich leicht eigentlich. Von dem, was sie tut, das ist halt mega einfach. Sehr gut, jetzt hast du sie. So. Abgründige Streitaxt. Hat Dunkelschaden. Das hört sich schon mal nicht schlecht. Wir brauchen dafür 12 Stärke. Das haben und skaliert mit nichts. Macht aber auch nur 100. Na, minus 41 Grad, weil. Ach so. 12. Also ansonsten 144 plus 103 Dunkelheit. Und 100 kritisch. Also 100 kritisch dauerhaft. Okay. Als Anfangswaffe ziemlich geil. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Feuerbandschrein, leveln. Wir haben nämlich 8000 irgendwas Seelen. Holen uns diese Waffe. Die Frage ist vielleicht direkt dahinter jetzt, da wo der Ritter die ganze Zeit rauskommt. Kannst natürlich gucken. Ja, zur Not, aber der Mimik ist jetzt tot, also kannst du ja dann auch. Wenn ich jetzt kopieren sollte, kannst du ja schnell die Seelen wieder holen. Ja, aber ich muss dann an dem Ritter. Na gut, ich kann die auch einfach vorbei. Was sagst du, wenn du da vorbeilaufen lässt? Da kommt er. Ich bin es, Ritter! Da wuscht er wieder her, Ritter, Mann! Oh fuck! Alter! Ich rolle! Ich rolle! Ach, ich hab den. Ja, ja, ich war jetzt gerade. Ich hab den Mimik geschafft, den Ritter. Weißt du noch, als man Angst vor den blauäugigen Rittern in Demon's Souls hatte? Ja, oder vor den Black Knights in Dark Souls. Die waren so langsam. Oh Mann. Ich habe gerade diesen Haltungsmove von dem Viech wieder vergessen, dass der ja so heftig nach vorne sprintet. Egal, ich habe die Mimik geschafft. Das zählt als halber Boss. Nope. Nicht? Nope. Wir können ja so machen, bei jedem Viech, bei dem wir... Keine Ahnung. Oh, komm, ich habe die Mauer geschlagen. Aber nichts getriggert, ne? Wir können machen, bei jedem Viech, bei dem wir irgendwie so... Keine Ahnung. Sechsmal sterben, das gilt als halber Boss. Und der ihn tötet, kriegt 0,5 Boss-Kill. Das wird mir zu... Titanitscherbe. Cool. Das wird mir zu kompliziert. Fans, das könnt ihr ausrechnen. Also, es gibt uns doch die Fan-Trophäe. Ihr rechnet jetzt mit für so eine Viecher, an denen wir so sechsmal sterben. Mindestens. Genau, mindestens sechsmal sterben. Und Dan, der dieses Viech dann tötet, der kriegt 0,5 Bosskills zugerechnet. Das müsst ihr aber machen, nicht wir. So, ich lasse ihn jetzt erstmal ein bisschen da lang slendern, damit er dann auch gleich verbrannt wird. Slender, slender, slender. Thomas! Danke, Thomas. Ich glaube, diesmal hat er den Arm auf den Ohr gebrochen. Wie schnell die Viecher einfach sind, ist abartig. Also das muss man wirklich sagen, es ist langsamer als Bloodborne, aber es ist auf jeden Fall schneller als Dark Souls. Ja. Längscher als Dark Souls. Ich warte auf diesen Moment, bis wir irgendwann hier stehen und immer trifft uns Flammdorf. Bei dir so? Ja. Ich hab Mimi getötet. Hm? Ritter hat mich dann abgestochen. War nicht so schnell. Den Ritter hab ich schon mal getötet. Ja, schon mal getötet. Ja. Aber der ist einfach wiedergekommen, der Arsch. Ja. Scheiß. Thank you very much. Ja. Herr Thomas, was liegt denn da noch? Noch ein Langschwert? Danke. Ach, naja, wir müssen hinterher eh nochmal zurück. Das wird gar nicht so leicht, wenn der von hinten kommt. Der. So, jetzt erstmal schon hier lang. Den Günther lassen wir mal vorbeilaufen. Ja, das hat Günther hier drin. Okay. Hi, Günni. Hi. Mach du mal gut da drin. Ich mach mal hier runter, ne? Nö. Ja, mach mal. Ich komm nach. Okay. Ich geh mal runter. So, jetzt kannst du die Seelen holen. Wo kann ich dich mixen? Ich glaube, jetzt hat er sich schon umgedreht, ne?
Nein. Okay. Na gut, aber wir gucken jetzt erstmal hier, ob hier ein Bonfire ist oder eine Abkürzung oder... Das ist ein Gegenstand. Ja. Ah, hi. Hi, Assassin. Ich muss aufpassen, weil ich mit der Ritter ja wieder... Hofmesserchen. Jetzt kommt der Ritter von hinten. Batsch. Drei Brandbomben. Hallo, Assassine. Au. Hi. Er hat sich nett begrüßt. Das sind noch mehr. Hey Leute, neues Gebiet. Es tut uns leid. Wir sind so scheiße. Oh aber Gott. Echt. Oh, meine Fresse. Das muss man halt wirklich ganz klar mal so äußern. Oh ja. So, oh. Wir sind jetzt... Wo? Hallo? Ist das der Tote? Ist das der? Ein anderer toter Drache. Oh, hi. Hi. Wo kommst du denn? Oh, hi. Einfach da hochgeklettert. Wo gibt's so viele tote Drachen? Ich habe immer noch Angst, dass der Ritter gleich hinter mir einfach durch die Tür kommt. Hier lag im Stresstest eine Waffe. Ha, tu doch mal den zwei Gläubigen. Vielleicht liegt sie jetzt da. In den Gläubigern. Sehne des blassen Leichnams. Es sieht irgendwie nicht aus, als ob es hier schnell zu einem Bonfire geht. Da drüben ist nämlich das, wo die Transformations- ich sagen, ist. Das Transformationslicht. Aber jetzt muss ich an dem Ritter wieder vorbei. Das ist schlecht. Nicht unbedingt. Geht hoch. Also geht er zurück. Hoch. Runter. Also einfach runter weiter. So. Oder warte, hoch, 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 da war noch ein Weg. Kann hoch, ja, noch ein Weg. Noch ein Weg war da? Ja. Oh, warte mal, noch ganz Weg. Kurz. Ein Typ mit einer fetten Hellebarde. Oh, gucken wir es mal um. Hellebarden sehen so gefährlich aus. Hm, Eisenhellebarden sogar ganz okay. Und zwar da links, guck mal da. Ah ja. Günni! Bravo, Günni. Okay, hier geht's hoch. Hier kann man jetzt den Wiefern bekämpfen. Ein Bonfire! Wir hätten da gleich lang gekonnt. Was? Ist das nicht... Ach nee, das ist das ein neues. Anfangs, das okay, ist neues. Ich dachte jetzt gerade... Nein. Das wäre jetzt so wieder so... Ihr müsst um die Ecke und dann seid ihr da. Warte, bevor du jetzt gleich wegdeportierst. Ist noch gleich hier oben mit? Da sitzt da. Da sitzt da. Der Thomas. Da liegt noch was. Oh, es geht hoch. Eine kleine Titanitscherbe. So, aber wir leveln jetzt erstmal, dann gucken wir weiter. Wo ist der? Okay, also es geht da jetzt noch runter. Es geht noch da. Genau, es geht zum Helebahn-Typen. Es geht jetzt da noch an der. Nee, das. Ach doch, genau, es geht zum Transformationsviech. Aber ich glaube, das Transformationsviech-Ding wird bestimmt eine Sackgasse sein. Ja. Glaube ich zumindest. Wir wissen das mit dem Transformationsviech durch den Stresstest. Den haben wir uns halt angeguckt. Ja. So. Wir sind also jetzt bei Vitalität, dann kommt einmal Belastbarkeit jetzt, ne? Vitalität. Nee, Kondition kommt jetzt. Vitalität. Ja. Aber wir wollen ja erstmal. Da. Ach, da. Ach, da ist sie faul und setzt sich hin. Das ist seit Blattmann ist jetzt eine Masche, wa? Das war doch schon in Dings so, in Dark Souls 2, dass sie am Feuer saß. Hat die sich hingesetzt? Ja. Die war doch immer mal woanders, wenn sie am Feuer war, hat sie sich hingesetzt. Level. Very well. Very well. Moment, na, wir können überlegen, wenn die helle Bade, wenn es das Angriffsmuster gefällt, ob wir sie gleich einmal auflösen. Ja. Aber wir haben auch ganz viele kleine Seelen wieder. So, aber erstmal, wir brauchten 12 Stärke, ne? Ja. Aber kommen wir eh durch. Also erstmal ein Kondition. Dann würde jetzt ein Belastbarkeit kommen, ne? Das haben wir gesagt. Ja, genau. Ja. Also eine Belastbarkeit und dann kommt ein Stärke. Ja, ist jetzt auf 12. Okay, jetzt kommt die Frage. Glück ja oder nein? Das macht uns halt schwächer, aber es könnte halt sein, dass coole Sachen droppen. Wir wissen, dass wir umskillen können, wir wissen aber nicht wann. Wir können ja theoretisch irgendwie so machen, wenn wir... Das mit Belastbarkeit haben wir ja gesagt, jede zweite Runde, bei dem Glück machen wir jetzt jede dritte Runde. Ja, oder auch jede zweite. Oder auch jede zweite. Dann würde jetzt auch ein Punkt Glück kommen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt dann was bringt, aber na gut. So, Vitalität. So, Moment, ups, dann wieder Vitalität. Zweimal Kondition. Zweimal Kondition. Dann Stärke. Stärke. So, das war's schon wieder. Können wir noch? Ja, einen können wir noch. Dann können wir noch einmal Vitali. Dann kommt noch einmal Vitali. Na, das war doch mal ein schöner. Von 7 auf 16. Mensch, wir haben ja auch gerade verdammt viel gefarmt. Was Neues? Nö. Das war übrigens geplant, Leute. Wir haben jetzt euch nur verarscht. Eigentlich sind wir viel, viel besser. Wir wollten euch halt nur nicht so breit zeigen, dass wir eigentlich farmen wollten. Das ist alles. So, ist die jetzt wirklich besser?
Was ist gar keine Hellebarde, ist eine Axt. Also Streitaxt, ist gar keine Hellebarde. Umso besser. Dann hast du bestimmt hier den... Eine leicht zu führende Axt, die normalen Schaden verursacht. Im Kampf kann sie durch ihr Gewicht großen Schaden verursachen, aber ihr unbedachter Einsatz macht auch anfällig für Gegenangriffe. Kriegsschrei. Mhm. Ein mutiger, lauter Schrei, der kurzzeitig die Angriffskraft erhöht. Die perfekte Waffe gegen Katana-Guy. Oh Gott. Nein. So. Oh ja. Spiel aber. Okay, das muss ich sehr mit Vorsicht nur machen. Na, also du kannst sie wieder aufladen, fiel mir gerade auf. Achso, man kann sie auf... Ah, okay. Und was ist die Haltung? Achso, ja, Kriegsschrei, stimmt. Okay, aber das sieht... Als Anfangswaffe erstmal ziemlich nice. Also man sieht ja auch hier... Ne, 103 macht aber das, sie. Aber sie macht halt auch Dunkelheitsschaden. Sehen, sie macht insgesamt 206 Schaden, wenn du so willst. Ja, also je nachdem, was sie für eine Resistenz haben halt, aber... Ja. Also erstmal als Anfangswaffe ziemlich gut. Ach, skalieren tut sie ja gar nicht, genau. Turm auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Drache. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Drache. Seht euch diesen Drachen an, wie der Drache speien kann. Auf der Lauer sitzt ein kleiner Drache. Oh. Yay! Bestellen Sie auch Sie jetzt die Kinderlieder-CD von Graumen Gaming. 1999. Robe des Gebiets. So, ich mach erstmal hier oben. Ja. Nach neuen Roben. Achso. Na gut. Das ist also nur ein Sicherheitsbonfire. Ja. Dann können wir jetzt wieder runter. Das sind Drachen, können wir jetzt erstmal ignorieren. Ja. Das ja. Zeug, ich. Ja. Ach, ich wandere mal raus, ne? Wo ist denn hier? Au. Da ist der Ausgang. Ich kann ja durch diesen blöden Helm nichts sehen. Ja gut, Gönny, mach das mal. Oh, das ist ein Feind. Ha! Wurfmesser, Wurfmesser. Haha. Ich bin Assassine, du hast keine Schar. Das sah schön aus. Ich wollte zu Günther gerade noch sagen, wie schon Snorri so schön sagte, wer schwankt, hat mehr vom Weg. Oh, hurra! So, waren drei. Jetzt kommen wir hier unten nochmal schnell. So, was war jetzt nochmal der Weg jetzt hier raus? Jetzt na, da mit den Typen, wo es dann auch weitergeht. Ach ja. Das Transformationsviech, genau. Hallo. So, Mr. Hellebarde. Noch jemand hier? Da ist eine Tür. Okay. Mr. Hellebarde, was bewachen Sie? Nix. Ich bin der Schwertmeister. Also Sie haben eine Hellebarde. Ich bin trotzdem der Schwertmeister. Sie haben eine Hellebarde, Sie können nicht ein Schwertmeister sein. Das war... Du wolltest unserem Charakter eine neue Frisur verpassen. Ja. Schau mal kurz nach oben. Lag da was? Links drehen? Hoch? Nee, da nee. Nicht. So, was ist denn das hier? Die Tür war fest verschlossen. Sieht aus dem Fahrstuhl, oder? Ja. Oh, das sah ich. Dachte, jetzt breche ein. So, hey! Was ist denn hier? Hallo, you guys. Wir kommen in die Kanalisation anscheinend. Ah. Mhm. Wurfmesser. Wurfmesser. Müssen wir auch mal ausrüsten. Sind vielleicht auch mal so praktisch. Hallo. Hier hast du was. Ich wollte dir was zu trinken geben. Ob man selbst gebrannt ist. Fässer. Sind wir sie sind voller Öl. Ja, darauf warten wir nur. Nach der Zeit gab es ja... Migräne. Migräne. Ein Königreich für ein Aspirin auf. Streitäxt. Und der Kopfschmerz ist vergessen. Kettenbrecher. Das ist so ein Mini, dieses Mini-Schwert. Ja. Hier, diese Tür ist eine Fake-Tür. Ja. Es geht weiter hinab. Hinab. Ja gut, da wir jetzt nicht wissen, ob hinab oder hinauf der bessere Weg ist. Ja, gesagt, ich das, nun das hinab. Das Verwandlungsviech, denke ich mal, wird eine Sackgasse sein. Nee, das ist nicht. Nee? Dahinter geht es auf jeden Fall noch richtig weit weiter. Oh, okay. Deswegen gucke ich jetzt gerade erstmal hier und doch, hoffe, dass wir irgendwie am Anfang wieder raus. Achso, nee. Obwohl, da ist eine Zelle. Da war noch ein Gang, deswegen. Da ist eine Zelle. Hallo. Hallöchen. Nein! Wir können auch nicht mit ihm reden? Stell mal so eine Seite da, wo die Fässer sind vielleicht? Nee. Ist der? Der kommt mir bekannt vor. Er sieht aus wie ein Brainsucker. Stimmt. Ob wir den freilassen sollen? Verschlossen. Also erstmal müssen wir einen Schlüssel finden. Hier ist auch gar nichts weiter. Hier ist gar kein Gang. Nee. Oh. Gut, na dann okay, ist unser Weg wohl relativ deutlich. Also.
Gefangener. Turm. Wie hieß dieser Ort nochmal hier? Lothric? Ne, oder? Turm Lothric? Hohe Mauer von Lothric. Also Gefangener, Turm Lothric. Kannst du einfach zweites Bonfire schreiben. Und da ist auch noch eine verschlossene Tür vor ihm. Kannst du auch noch schreiben. Vor ihm verschlossene das Tür. Verschlossene Tür. Schauen wir mal bei Drachen Gegenstände auf. Das vielleicht die mal irgendwann versuchen zu holen. Wie die Hände da hängen. Fast schon ein bisschen niedlich. Da rechts. Da, guck mal, da hängen Hände. An der Mauer. Der wird mich niemals bemerken. Niemals. Ich will zuschlagen nochmal. Oh, er hat mich bemerkt. Er hat mich bemerkt. Autsch. Fuck. Mit tragischem Tod von... Von Autschmfuck? Autschmfuck. Ich bin Autschmfuck vom Stamm der... Uafik. Der Verkatschten? Der Verkatschten. Autschafuck vom Stamm der Verkatschten. Oh nein, das dürfen wir nicht sagen. Das war jetzt übrigens Satire. Also, wenn jetzt die Verkatschen sich irgendwie beleidigt fühlen, bitte nicht anzeigen. Also so. Oder Erdogan, falls sie ein Verkatsche sein sollten, tut es uns sehr leid. Ja. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge mit noch mehr neuen Gebieten. Ist das nicht der Wahnsinn? Oh mein Gott! Bis dann, euer Gauton. Also, Robert. Ciao. Ciao.